Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Barschalab, die Einhandtechnik. Locker kommt sie daher, lässig kommt sie daher und am Ende macht's manchmal sogar Sinn. Wie also bedient man die Baitcaster mit nur einer Hand? Der Sache gehen wir jetzt auf den Grund. Diese Einhandnummer bringt verschiedene Vorteile mit sich. Man könnte zum Beispiel Sachen parallel machen. Ich könnte WhatsApps checken, man könnte gemütlich eine rauchen, Tässchen Kaffee trinken oder aber auch sich mit angelrelevantem Zeug beschäftigen. Zum Beispiel könnte ich am Echolot ein bisschen rumfummeln, da irgendwie eine Feinjustierung vornehmen, während ich parallel dazu eben meinen Köder manipuliere und im Rennen halte. Habe ich ein sehr schönes Beispiel für euch parat. Ein Kumpel von mir, der Dennis, hat so neulich mal einen Fisch gefangen. Richtig dick. So, jetzt hat der Meister zugeschlagen. Auch kein Barsch, oder? Steht auf jeden Fall ganz schön in der Luft aufs Barsch. Da steht extrem in der Luft. Ich ja hier mit unserem 026er Fluch. Boah! Unfassbar, der Vogel. Erste Wurf im Skirted Jig. Erste Wurf im Skirted Jig. Das Prinzip ist jetzt ganz einfach. Wir zuppeln den Köder ran und nehmen die frei gewordene Schnur, also wirklich die frei gewordene Schnur, mit der Rolle auf. Ihr nehmt nicht die Schnur auf und nehmt den Köder mit. Das wird über die Rute gemacht. Der Köder wird über die Rute manipuliert und wir nehmen nur die frei gewordene Schnur auf. Und um diese frei gewordene Schnur aufnehmen zu können, muss ich natürlich auf die Rolle zugreifen können. Mit meiner einen Hand, mit meiner Rutenhand, brauche ich den Zugriff auf die Kurbel oder auf die Sternbremse. Und um diesen Zugriff zu verbessern, muss man manchmal zum Rollentuner gehen und sich seine Rolle ein bisschen vorbereiten auf diese Einhandtechnik. Zum einen ist das Thema die Sternbremse und zum anderen das Thema Leichtläufigkeit. Im Fachjargon heißt das, was ich brauche, Free Spin. Also freien Spin in dem Moment, wo ich kein Gewicht dran ziehen muss. Jetzt zeige ich euch aber erstmal im Vergleich. Ich habe hier eine SLX, nicht die teuerste Rolle. Und da habe ich eine getunte, die hier ist getunt. Sieht man ja auch schon, farblich wunderschön gestaltet. Danke, Rollentuning. Und in meinem Täschchen habe ich eine ungetunte. Da schauen wir uns die Unterschiede direkt mal an. Hier habe ich jetzt quasi eine ungetunte SLX. Ihr seht, die Sternbremse gar nicht mal so groß, der Zugriff nicht ganz einfach. Jetzt stellt man sich vor, hier ist noch eine Rute. Dann braucht man schon einen langen Finger, um an die Sternbremse ranzukommen. An die Kurbel kommt man vielleicht ein bisschen besser ran. Aber auch da ist der Abstand recht groß. Und ihr seht vor allem auch, dass die gar nicht so wahnsinnig krass Helikopter, das geht noch viel besser. Das zeige ich euch jetzt mit der getunten Version. Hier haben wir jetzt Verbesserungen erzielt. Zum einen wurde die Sternbremse, ihr seht es, ist viel länger. Ich habe einen viel besseren Zugriff da drauf. Ich kann hier, habe ich sehr schönen Zugriff. Und dann seht ihr ja schon, wie leicht die läuft. Ihr ahnt es ja schon. Hier muss ich bloß so ein bisschen schieben. Und wenn ich jetzt richtig Gas gebe, also wenn ich dir jetzt einen richtigen Schucker gebe, dann seht ihr, dann läuft das Ding halt richtig, richtig gut. Das helikoptert richtig ab. Ganz leichtläufig. Braucht keine Kraft. Und das Ding läuft und zieht mir locker einen Meter Schnur ein. Mindestens. Also viel mehr Schnur, als ich aufnehmen kann. Ich gehe halt immer. Also das Prinzip ist, ich zupfe den Köder hier ran und wenn ich dann nach vorne gehe, dann habe ich freie Schnur und dann lasse ich das hier loslaufen und in dem Moment, wo die Schnur dann straff wird,
hört die Rotation hier auf. Jetzt fragt euch natürlich, für welche Sachen ist das denn überhaupt zuträglich? Wo, mit welchen Ködern kann ich da arbeiten? Wo macht Sinn? Zum einen sind es alle Finesse-Techniken, wo ich hart am Grund fisch und den Köder halt nur so rumzuppel. Das Free Rig, das Texas Rig, das Carolina Rig. Ein Net Rig wäre aber auch ein Thema. Aber das geht auch mit Hardbaits. Mit Twitch Baits zum Beispiel, wo ich ja auch immer nur zweimal dup, dup, zupf, zweimal, gehe dann wieder vor, hol mir die Schnur, duf, 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 zupf dreimal, gehe wieder vor, hol mir die Schnur. Oder auch sogar beim Oberflächenangeln, beim Poppern zum Beispiel, wo man ja auch nur bam, bam, dann wartet man auf den Biss, geht wieder nach vorne, holt sich die Schnur, bam, bam und so weiter. Also ich denke, euch fallen ganz viele Sachen ein, wo ihr es machen könnt. Jetzt könnte ich euch natürlich erzählen, welche Kugellager wir getunt haben und was wir da alles gemacht haben. Aber warum sollen wir da nicht gleich den Experten sprechen lassen? Wir wechseln jetzt mal die Lokalität und sehen uns gleich wieder bei RL Roll Tuning. So Leute, jetzt sind wir hier beim Rollentuner, beim Danny. Der Rollentuning-Adresse auf jeden Fall auf Google. Also immer wenn ich Rollentuning eingebe, lande ich bei RL Rollentuning in Berlin. Voll praktisch. Dementsprechend war der Weg kurz in die Rollenwerkstatt. Jetzt wird uns der Danny mal erzählen, was man alles machen kann, um den Einhandbetrieb zu fördern. Also das Wichtigste erstmal, Rollen reinigen. Da holt ihr schon eine Menge raus. Als erstes kümmert ihr euch ums Kugellager oder um die Kugellager. Also Fett weg, Öl weg. Entfetten, neues Öl rein. Wenn ihr das Kugellager unter dem Main Gear Shaft quasi auswechselt oder reinigt, dann bringt das schon eine Menge. Ansonsten, wie gesagt, reinigt eure Baitcaster-Rolle, schaut, dass die Kugellager gut laufen und dann solltet ihr schon einen merklichen Unterschied spüren. Was ihr außerdem machen könnt, dazu kommen wir dann gleich, schaut, habt ihr die richtige Kurbellänge, also das richtige Handle oder eine zu kleine oder zu große Sternbremse. Je nachdem, wie euer Griff ist nachher für den Einhandbetrieb, müsst ihr auch darauf achten, ob das quasi passt für euch oder ob ihr ein längeres oder kürzeres Handle braucht, beziehungsweise ein längeres oder eine kürzere Sternbremse. Wir fangen jetzt mal tatsächlich mit der SLX an, habt ihr ja gesehen. Also der Rolle, die da auch gerade auf meiner Route sitzt. Also ich mag die SLX sehr, nur dieses Blau. Das Blau. Kann man es loswerden? Wir haben dafür viele Produkte, also letztendlich, wir können eigentlich jedes Teil austauschen. Je nachdem, was du möchtest, ob du nun pink willst, gelb oder einfach klassisch Gunmetall oder Silber, schwarz. Ja, sehr schön. Aber vorsichtig, auch unter dem Handle sind schon Kleinteile. Wenn ihr da jetzt nicht vorsichtig seid, dann ist der kleine Stift schon weg. So, jetzt ist die Spule draußen und wir sehen hier, das erste Kugellager. Solltet ihr das Gefühl haben, eure Spule dreht sich schlecht oder ihr wollt nachher einen Performance-Gewinn haben, das ist ein Kugellager, was auf jeden Fall dafür sorgt, dass sich die Spule nachher besser dreht, wenn ihr sie reinigt oder Tatsache Tuning-Kugellager einbaut. Bessere. Das ist ein Kugellager. Das nehmen wir auch gleich raus und schauen mal, wie dreht sich's. Und was nie schaden kann, ist, das Ding zu entfetten. Also entweder mit Bremsreiniger, Ballastool zum Beispiel nehme ich, oder Isopropanol. Dann werdet ihr sehen, das wird sich viel besser drehen. Manchmal kann es sein, es dreht sich danach auch nicht besser. Dann wisst ihr, ihr braucht ein neues Kugellager. Wer liefert da das Ballastool an? Die Jule. Achtet darauf, wenn die Spange, wenn ihr sie rausnimmt, die fliegt gerne mal durch den Raum. Also seid hier besonders vorsichtig, achtet darauf, dass sie nicht durch die könnt euch halt auch einen schmalen Gegenstand, wie jetzt diesen Schraubenzieher hier holen. Dann drücken wir einfach mal dagegen und hoffen, dass sie jetzt nicht hier gleich wegfliegt. Jetzt haben wir sie hier schon ein bisschen ausgehebelt und das ist der spannende Moment, weil da fliegt sie gerne weg, aber wir haben Glück. Hier ist sie und legen sie halt auch da gut sichtbar hin. Das geht wunderbar.
Bei manchen Rollen ist es halt so, dass dieser Innenraum magnetisch ist und die sehr festsetzt. Niemals mit Gewalt rangehen, sondern gucken, ist da irgendwo Fett drin, was quasi dafür sorgt, dass es halt sehr fest drin bleibt. Also es ist quasi, ich sag mal, angeploppt. Das werdet ihr merken, also niemals mit Gewalt ran. Also versucht das Fett zu lösen, was da drin ist, oder Schmutz, und probiert es dann nochmal. Ihr könnt auch mit Wasser rangehen, das nicht weiter sehen. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich dieses Kugellager habe, ich gucke, ob sie es dreht oder wie sie es dreht. Und ihr seht schon, ich drehe an und er bleibt eigentlich sofort stehen. Also er macht vielleicht eine Umdrehung und das war's. Wir schauen erstmal, ob wir es schon durch eine Reinigung besser bekommen. So. Versenken wir es kurz, lassen den Bremsreiniger bzw. Fettentferner wirken. In der Regel reicht das eine Minute, ein bisschen schwenken. Tragt bei sowas am besten immer Handschuhe. Wie gesagt, das Zeug ist entfettend und das ist für die Haut nicht so gut. Dann habt ihr nachher super trockene Haut. Könnte das echt schon sein, dass es sich geiler dreht? Genau, könnte jetzt schon sein, dass es sich besser dreht. Wir hören es sogar. Mir reicht das noch nicht. Okay. Also, ich würde jetzt vor der Wahl stehen, lasse ich es nochmal rein ins Entfettbad, oder sage ich, nee, pass auf, das ist mir zu blöd, der Kunde möchte eh viel mehr Performance, dann geben wir ihm doch gleich ein neues Kugellager. Hier so ein Hybrid-Edelstahl-Kugellager. Ist halt, da sind Hybrid-Kugellager drin, ummantelt von einer Edelstahlhülle. Wenn ihr einmal andreht, dann merkt ihr halt deutlich den Unterschied. Noch Fragen, Leute? Kugellager, please exchange. Also können wir uns das Reinigen in dem Fall sparen. Aber für euch zu Hause, das hilft in der Regel schon eine Menge. Also auch wenn das sich jetzt nicht so gut gedreht hat wie das Tuninglager, das reicht in der Regel. Also wenn ihr nicht die 4-5 Meter noch weiter rauswerfen wollt, sondern einfach nur eine smooth Angelrolle, macht die Kugellager sauber, das hilft schon eine Menge. Zwischenfrage, also dieses Kugellager habe ich, glaube ich, früher auch immer ausgetauscht, um eben die Wurfperformance zu verbessern. Und das hat dann tatsächlich auch was mit dem Freespin zu tun. Das kann den Freespin auf jeden Fall verbessern, weil dadurch, ich sag mal, nachher ist das Gesamtpaket wichtig. Weil wenn man die Kugel dreht, das beeinflusst ja auch die Spule. Und die Spule sitzt in dem Fall ja hier auch in der Sideplate drin, wo das Kugellager drin sitzt. Also je leichter dieses Kugellager sich dreht, desto leichter ist nachher auch der Freespin. Also du wirst es im Gesamtpaket auf jeden Fall feststellen. Was du hier auf jeden Fall noch deutlicher feststellen kannst, wenn du dieses Kugellager tauschst und das andere dann, was hier drunter sitzt, dass die Spule sich auf jeden Fall deutlich angenehmer und länger dreht. Das resultiert dann meistens auch in deutlich höhere Wurfweiten und ein allgemein angenehm besseres Angelgefühl. Also das andere Kugellager sitzt in der Regel unter der Spul-Tension-Knob. Darunter sitzt meistens ein Kugellager, was auch die Spule beeinflusst in der Performance. Aber Achtung, je nach Spule sitzt meistens auch auf der Spule ein Kugellager. Das ist in dem Fall nicht so. SLX. SLX ist aber nicht so wild. Gut und günstig, sage ich immer. Ist die Schaftlänge lang, könnt ihr euch merken, sitzt in der Regel das Kugellager, was die Performance quasi verbessert, unter der Spul-Tension-Knob. Hier sitzt in der Regel so oder so immer ein Kugellager. Aber wollt ihr quasi die Performance verbessern, müsst ihr darauf achten, müsst ihr das Kugellager auf der Spule tauschen oder das Kugellager in der Spul-Tension-Knob. Weil wenn ihr nachher eine Spule habt, wo das Kugellager auf der Spule sitzt, dann müsst ihr das tauschen und nicht das in der Spul-Tension-Knob. Das bringt kaum was. Das Kugellager rauszubekommen, braucht ihr als solch ein Tool, weil dieser Stift, der hier sitzt, der muss rausgedrückt werden. Das kann man mit einer Zange machen, aber wenn ihr einmal abrutscht, dann könnt ihr quasi gerade so eine leichte Spule danach in die Tonne kloppen. Deshalb holt euch professionelles Werkzeug, was dafür gedacht ist, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann machen wir das Kugellager wieder rein, das Tuning-Kugellager. Letztendlich einfach reinsetzen, so wie das vorher auch drin war. Wenn das Kugellager drin ist, gehört eigentlich nur wieder diese Anfeder wieder rein, sodass sie halt reinratscht.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, geht nochmal mit einem schmalen Werkzeug ran und drückt an jeder Ecke von dieser Spange nochmal runter. Ihr werdet dann schon merken, ob die Spange drin ist oder nicht. Damit hätten wir das erste Kugelgewehr fertig. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, diese Kugellager, diese Hybrid-Keramik-Kugellager, die können auch trocken gefischt werden. Trocken gefischt heißt, sie brauchen nicht geölt werden. Ich würde es aber immer empfehlen, weil diese Art von Kugellager deutlich mehr Geräusche produzieren. Deshalb schadet ein Tropfen Öl nicht, aber es soll auch nur ein Tropfen sein. Bitte nicht ertränkendes Kugellager, weil jeder Tropfen mehr sorgt dafür, dass quasi der Reibungswiderstand erhöht wird. Ganz vorsichtig anheben, keine Kraft aufwenden, ein bisschen drehen immer, wenn ihr das Gefühl habt, das hakt. Hauptgetriebe, das können wir einfach eigentlich abziehen. Ihr seht's. Und dann legt es erstmal hin, damit es euch nicht runterfallen kann. Wir wollen auf jeden Fall ans Kugellager unter diesen Main Gear Shaft. Dafür, bei diesem Modell sitzen hier zwei Schrauben, die diesen Schaft quasi an Ort und Stelle halten. Darunter sitzt halt ein Kugellager. Und wenn man das reinigt, kriegt man auf jeden Fall einen deutlich besseren Freespin hin. Das, was der Johannes halt gerne möchte. Und wir schauen mal, ob das reicht, wenn wir das quasi reinigen, ob das schon den gewünschten Effekt bringt oder nicht. Das werden wir ja nachher sehen. Plopp. Ja, das Kugellager, das, was wir erwähnt haben, das steckt direkt darunter. Wie wir hier schon sehen, ist das voller Fett. Es ist ja gut gemeint, es ist auch in Ordnung, weil letztendlich sorgt das für eine sehr hohe Langlebigkeit. Also deswegen kommen die ja auch fabrikneu so zu euch. Aber manchmal ist es auch von Fabrik aus zu viel. Ist aber für unser Vorhaben eher hinderlich. Wir befreien jetzt natürlich dieses Kugellager vom Fett und dort, wo es halt drin liegt. So muss das aussehen. Als nächstes können wir uns dann an den Main Gear Shaft machen. Hier braucht er kein Wattestäbchen oder so. Da nehmen wir uns wieder den Deckel. Das ist ein Teil, was relativ stark beansprucht wird. Also wenn Kugellager kaputt gehen, dann ist das in der Regel das Erste, was kaputt geht. Aber so, wie es jetzt ist, läuft das gut, kann man wieder einsetzen. Also so wie vorhin, wie ihr es abgenommen habt, setzt ihr es drauf. Als nächstes machen wir das Kugellager unter der Spool Tension Knob oder Cap. Dafür dreht ihr halt die Spool Tension ab und darunter sitzt meistens das Kugellager. Auch dieses ist mit dieser super tollen Feder gesichert. Das war einfach. Jupp. Da haben wir es. Und auch hier ist schon von außen zu erkennen, dass es ein bisschen fettig ist. Wie ich vorhin eingangs schon erwähnte, macht das Fett eher bei schweren Rollen Sinn. Bei leichten Rollen nimmt lieber immer Öl. Aber bei Kugellagern. Ich rede nur von Kugellagern. Bei Getriebe und so weiter ist Fett immer sinnvoller. Auch hier baden wir das Kugellager. Eigentlich können wir uns sparen, weil ich, so wie ich Johannes kenne, möchte eh gleich das Tuninglager drin haben. Aber Leute, nur weil ich jetzt auf die High-End-Lösung gleich überspringe und neue Kugellager reinsetzen lasse, ihr müsst es nicht machen. Eine Reinigung wird auch viel bringen. Wir schauen erstmal kurz nochmal, wo das Kugellager drin saß. Schaut da mal rein und guckt, sind da noch Fettrückstände? Wenn da noch Fettrückstände sind, geht auf Nummer sicher, nimmt ein Wattestäbchen, reinigt es und dann könnt ihr das neue Kugellager auch wieder einsetzen oder halt das gereinigte. Klack. Die Sprungfeder, der Clip. Auch hier ist wichtig, ein Tropfen Öl. Und dann haben wir es damit auch. Wir haben jetzt das Kugellager vom Schaft, vom Gearschaft gereinigt und neu geölt. Wir haben das Tuning-Kugellager hier eingebaut oder den Spool Tension Knob. Also können wir jetzt eigentlich wieder alles zusammenbauen.
sind jetzt fertig, also sprich, wir können die Rolle jetzt auch wieder zusammenbauen. Dafür nehmen wir uns die Abdeckung und setzen sie wieder ganz vorsichtig hier rauf. Ihr habt ein bisschen Spannung wegen den Federn. Ne? Deshalb, jetzt, wenn ihr das so habt, wie hier, also ihr habt hier keine Lücke, dann wisst ihr, okay, es sitzt alles perfekt drauf, aber haltet es so. Es springt sonst wieder weg. Setzt jetzt hier rauf. Drehen ein bisschen, so. Bevor ihr die Spudeln einsetzt, achtet darauf, dass die Spool Tension Knob nicht zu ist. Ansonsten habt ihr Schwierigkeiten, dass die Spule richtig reinfasst. Wenn die Spule richtig drin ist, könnt ihr die Sidebite umdrehen, die rastet ein und wieder auf Close machen. Wenn ihr das Gefühl habt, da wackelt noch irgendwas, dann habt ihr die Mutter zu sacht aufgeschraubt, also noch nicht fest genug gezogen. Wie ich finde, sie läuft auf jeden Fall smoother, also der Freilauf ist auch viel geschmeidiger. Die Spule dreht sich auch viel geschmeidiger. Wow. Hört er gar nicht mehr auf. Ich glaube, die können wir guten Gewissens Johannes übergeben. Wahnsinn, ey. Das ist geil. Vielen Dank. Sehr gerne. Aber das war ja eigentlich erst der Anfang. Also, beziehungsweise es war erst ein Weg für mehr Freespin. Also Kugellager reinigen, neue Kugellager rein. Der nächste Weg ist ja, über Kurbeln oder Sternbremsenlängen nachzudenken. Was kann man da machen? Eine weitere Möglichkeit ist, wie Johannes schon gesagt hat, die Kurbel oder die Sternbremse anzupassen. Ich bin immer zum Beispiel ein Typ, ich mache es gerne mit dem Handle. Da fühle ich mich wohl. Also sollte ich die Handlegröße so wählen, dass das sehr angenehm für mich ist. Also in der Regel ist es bei mir zum Beispiel eine Handlegröße von 85 bis 95 mm. Also das ist die Länge des Handles. Solltet ihr eine Rolle haben, wo das Handle, sagen wir mal, über 100 mm lang ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch, dass ihr da nicht rankommt auf den normalen Weg, es sei denn, ihr habt Riesenpranken, dann vielleicht schon. Dann ist es sinnvoll, dass ihr diese kleine Sternbremse austauscht und euch ein längeres Modell raussucht, weil in der Regel kommt ihr dann so besser ran. Diese Sternbremse hier zum Beispiel ist super klein. Aber das Handle reicht. Also würde ich hier auch nichts ändern, weil Johannes kommt hier wunderbar mit seinem Finger an das Handle ran. Aber wie gesagt, wenn das Handle länger ist, dann kann man halt gucken, dass man eher die Sternbremse austauscht. Und das machen wir jetzt. Übrigens haben wir uns bei der SLX jetzt entschlossen, das ganz anders anzugehen. Nicht das Blau zu eliminieren, sondern das Blau noch weiter aufzuwerten. Wir machen jetzt eine Schlumpfrolle daraus. So. Genau. So. Können wir auch noch blaue Knobs dran machen? Wir nehmen sie. Und jetzt gehen wir voll auf Blau. Und vorhin hat er noch was gegen Blau gehabt, der Hannes. Also besser kann es nicht aussehen. Vielen Dank. Dann, Petri Heil, viel Erfolg. Jule, Danny, vielen Dank für diese Tuning-Maßnahmen. Das sind genau die Krauter, die wir unterstützen müssen. Kleine Firmen mit echt viel Liebe, viel Einsatz für Details. Also wenn ihr Rollen tunt, wisst ihr künftig, wo ihr es machen sollt. Und jetzt geht's wieder raus ans Wasser. Ja, spannende Sache, oder? Also ich wünsche euch allen, die jetzt drangehen und sich ihre Rollen feintunen und auf Einhandbetrieb hochrüsten, viel Spaß damit, viel Erfolg. Und möchte unter allen, die hier zugeschaut haben, die das Ding geliked haben, die einen Kommentar abgeben und das Glöckchen gedrückt haben, ein Rollentuning ausgeben. Also, schreibt was in die Kommentare. Wie fandet ihr das? Wird es was für euch sein? Findet das zu posermäßig oder ist es eine coole Sache? Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.